es geht von medizinischem Material bis unser Büromaterial. Wir haben irgendwie Kaffeekapseln dabei, wir haben noch 2-3 Notbetten dabei oder einfach solche, die man dort aufstellen kann, wenn man sie auch gerade braucht. Wir haben Eisbäder dabei, Eishockey hat gewisses Material für das Team natürlich, was sie jetzt schon entbehren können. Das wird jetzt morgen abgeholt hier, dann geht es zum Schenkerlager und nachher wird es verladen und dann entweder zu Basel direkt auf den Rhein oder mit dem LKW Richtung Holland und nachher auf das Meer. Wir müssen es Ende Januar ausgeliefert haben. Sie sagen, es geht normalerweise etwa 60 Tage auf See und dann muss es noch verzollt werden, ausgeliefert. Und ja, es ist immer schön, wenn die Nachricht kommt, ist angekommen, bevor man abgeflogen ist. Dann kommt es wieder in ein Zentrallager in Seoul. Und von dort aus wird es mit den Lastwagen eigentlich in die verschiedenen Ortschaften. Oder wir haben 3 oder 4 Standorte, wo wir jetzt das Material anliefern geliefert. Und wir schauen natürlich, dass wir es dort herliefern, wo wir eigentlich auch schon dort sind. Oder auch in ein Olympic Village, wo es auch sicher näher in einen Raum kommt. Ja, einfach jetzt haben wir es von A bis Z und dann geht es von Z bis A wieder zurück. Also wir packen es wieder. Also verloren gegangen ist eigentlich noch nie etwas, aber vielleicht in einer zweiten Lieferung ausgeliefert worden. Das Worst Case wäre wahrscheinlich, dass wir kurzfristig noch alles mal per Flug noch einmal übernehmen. Aber ja, da wagen wir gar nicht. Also, ja, da wollen wir nicht drüber reden.